Rätsel 99. Warte, warte. Hoch warte, die Fahnen. Warte, warte. So. Hoch die Fahnen. Oh Gott. Ertönt der Pfiff, haben alle Seeleute mit gesenkter Fahne selbige, während alle mit erhobener Fahne sie senken. Was? Warte. Heben. Ertönt. Ah, okay. Mit, also nee, alle, die noch mit. Nochmal. Mhm. Ertönt der Pfiff, heben alle Seeleute mit gesenkten Fahnen selbige, während alle mit erhobener Fahne sie senken. Ah, okay. Und alle sollen ihre Fahnen heben. Und das mit genau 5 Befehlen. Verschiebe die Pfeile, um. Was? Ach so, um zu zeigen, wo dein Befehl gelten soll. Oder mal. Und markiere die Seeleute, an die er sich richtet. Mit dem Kreis. Aha. Du kannst ihn an keinen Ort ohne Seeleute platzieren. Verstehe ich noch nicht, muss ich ausprobieren. Ich versteh's. Ich nicht. Hm. Es sollen alle heben, wa? Mhm. Ja, Mist. Das war ja einmal nix. Verdammt, Pattsituation. Einer hat gefehlt. Nochmal. Ja, meine hat auch. Okay, ich muss auf jeden Fall. Den. Das war jetzt mehr Glück als Verstand. Jetzt weiß ich, wie man das löst. Manu. Und so macht man das. Also es geht wahrscheinlich auf viele Arten und Weisen und das war die dämlichste, die ich gemacht habe. Die? Nee, dann kommt es nicht mehr. Ja, das. Nee. Oder? Ach so, oder doch den. Ja, die beiden. Damit der andere den runter macht und. Ah, einer. Dann fehlt wieder einer. Ah, der da oben ist echt schwierig zu kriegen. Das kriegt man die irgendwie so. Ja, die beiden zusammen kriegt man nicht, oder wie? Oh doch. Mit ganz viel Gefühl. Ja, das war bei mir auch. Also auf einen Pixel genau, glaube ich. Na, ich krieg nur die beiden. Aber immerhin ist der dann erst. Nee, dann macht er eigentlich die Fahne hoch. Ah, warte mal. Mach ich erstmal so. Ah ja, ist auch gut. Ja, vielleicht. Hä? Moment. Genau, die beiden nur. Dann. Nee, warte. Oder. Weiß ich auch gerade nicht. Aber. Nee, das würde ich so nicht. Das ist ja voll mittendrin. Dann. Da hast du nämlich jetzt noch die drei. Und deswegen, da ist ein bisschen zu viel Platz zwischen den. Nochmal. Ja, warte. Ja, jetzt ist alles wieder. Ja, du musst schon den da unten auch mitnehmen. Der ist. Oh. Ja, hatte ich doch. Der war doch gerade. So. Oh. Der ist schon mal weg dadurch. Hm. Wen kannst du da mitnehmen? Vielleicht solltest du den gar nicht mitnehmen, den, der da drüben ist, weil dann kann der, wenn der. Ich kopiere erstmal hier. Ja, aber am Ende wird dir dann der ganz rechts schon weg sein. Irgendwie. So. Nein. Ja, dann bleibt wieder einer übrig. Eben.
Also ich denke, wenn du dir den ganz unten da zuerst nimmst und ja, vielleicht alle drei, wenn es klappt. Ja. Genau, dann hast du nämlich in der Mitte da schon mal jemanden, der. So, dann die beiden, ja. Dann. Das ist jetzt die Frage, wie am besten dort. So, Aber da ist noch einer dazwischen, der ist dann. Da ist nämlich einer, der ihn dann nicht hoch macht. Steht der. Da hinten. Das ist so. Nee, das geht auch gar nicht. Also, weil du hast da welche mit roten Fahnen, die dürfen ja nicht weiß werden. Dazwischen. Oh Gott. Das überhaupt. Nee, da ist dann einer mittendrin, der nicht. Genau so. Der hat das gewackelt. Nicht so hoch. Ja, so. Jetzt. Okay, so, dann die beiden, aber mehr geht da auch nicht. Und jetzt sind es noch zwei und das müsste sogar. Das ist echt fies. Den da unten, den kriegt man nicht mehr Nö. irgendwie. Wahrscheinlich muss ich den noch Nee, irgendwo ja, das. mitkriegen. Aber. Ja, aber wo denn? Du hattest ja dann. So. Jetzt ist aber da mittendrin einer, der hat weiß und wie willst du den ohne. Na, Was den kriege ich anderes. so. Den kriege ich so. Ja, aber dann wird da wieder einer weiß. Also, wenn du die alle irgendwie mit reinkriegst, ja, dann wäre es machbar. Vielleicht eher noch. Jetzt ist da wieder einer weiß, der ist hinter einem anderen, der rot ist. Das ist auch wieder. Jetzt hast du aber wieder den einen weißen da, genau. Ah, warte mal, wenn du das so machst, dann kriegst du den anderen auch nicht mit rein. Das wäre cool. Weil die beiden hatte ich nämlich auch so als einzelnes. Genau, oh, passt. Oh, aber das ist ja Feinjustierung. Hä? Hä? Wo? Welcher hat gefehlt? Unten der? Moment, noch eins zurück? Ah. Da hatte ich nicht anerkannt, okay. Ich habe gerade schon gedacht. Ich Ja, dachte jetzt drei auch, Stunden später. ich Ja. dachte jetzt auch, was ist das Oh. denn gewesen? Mein Junge, jetzt bist du wieder ein Vor. Ja. Aus Glück. Oh, wie die Kapitänin da so guckt, so als hätte sie einen bösen Plan. Ja, klar. Lösung Ahoi! Du musst Befehle an die Seeleute im mittleren Bereich und in den vier Bereichen am Rand erteilen. Ja, Okay. das war mir klar, aber das ist Okay, dann so fein stelle ich um. justiert. Ja. Oh, ja, ich merke schon, dass diese Gerüchte über ihr herausragendes Talent wahr sind. Vielen Dank. Falls Sie mal in der Bredouille stecken, dann kommen Sie gerne vorbei und melden Sie sich. Hohoho! Bredouillen stören mich nicht, Miss Layton. Aber ich werde mit ihren Namen, ihren Namen ganz sicher gut merken. Weißt du, wie man den sprechen müsste? Wir bräuchten jetzt eine Heliumflasche. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Der hat Helium im Kopf und fliegt gleich weg. Mr. Onassis, entschuldigen Sie die Störung. Der Steward hat gerade Bescheid gegeben, dass die Feier beginnen kann. Oh, vielen Dank, Midas. Sind wir schon auf hoher See? Ja, Sir, die Thames Tanic ist
wie Sie wissen, ein äußerst schnelles Schiff. Mit der SS Midas Touch. Ihrem ehemaligen Kommando kann sie aber nicht ganz mithalten. Ich hoffe allerdings, Sie sind trotzdem zufrieden mit ihr. Unbedingt, Mr. Onassis. Sie steuert sich wie ein Traum. Na, meine Freunde, es scheint, jetzt ginge die Feier los. Bitte begeben Sie sich nun in den Ballsaal. Der so aussieht wie mein Kopf, wie ein Ball. Feiern wir diese Jungfernfahrt in angemessener Weise. Ja. Die Feier, Miss. Das ist so unglaublich aufregend, oder nicht? Ich kann es kaum erwarten, abwarten zu sehen, wie das alles wird. Gehen wir doch gleich dorthin. So, jetzt müssen wir aber erstmal wieder das überspringende Paar spielen. Ja, und eine Kuriosität. Oh. Ach, es ist eine Kuriosität, okay. Mhm. Müffelnde Meeressteine, Die riechen schön. Woher willst du das wissen? Weil hast du einen Geruchs-3DS? Kenne. Nierensteine? Meeressteine. Okay, wo sind die Münzweißhinsen? Oh! 10 Münzweißhinsen in dem linken... Ja, in dem rechten ist eine. Wow. Ist noch irgendwas? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie... Ah, hier oben? Nee. Da wird nur gesprochen. Brise, bla 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 bla. Aber da wird doch bestimmt sonst irgendwo nichts. Eine... Bestimmt an irgendeinem kleineren Ort? Ja, aber sonst ab überall Hab schon. Eine! Wo denn? In dem Seil. Unten. Wo nicht gesprochen wird. Ah, okay. So, dann können wir jetzt das überschwängliche Paar sprechen. Oh wow, oh wow, das ist das Bett! Nicht wahr? Es ist wie ein Traumpunsch. Ich hätte mir niemals träumen lassen, dass wir jemals auf einem solchen Kreuzfahrtschiff mitfahren. Ich auch nicht, aber das ist ganz groß im Kommen. Bezahlbarer Luxus, mir gefällt es. Da, es ist das Bett! Nicht wahr? Und du bist sowas von toll, weil du auf dieses Angebot gestoßen bist. Und London ist sowas von toll, weil du... weil es sowas hier gibt. Bald wird jeder davon sprechen. Jeder. Aber wir waren die als Erste dabei. Wir müssen reichlich Fotos machen. Selfies, ja. Ja. Die sind die Besten. Die können wir allen zeigen, die wir dann allen zeigen können. Oh, ich will ein Foto von uns machen, Punch. Wir müssen später jemanden bitten, uns zu fotografieren. Quatsch, gibt doch Selfies. Haben wir doch gesagt. Das ist das Beste. Die brillanteste Idee überhaupt, Judy. Du bist die Schlauste. Oh Gott. Wollen wir gucken, ob die anderen beiden noch irgendwas haben? Mhm. Aber ich glaube nicht. Also der Dicke hat nichts. Und hat der Doofe was? Weiß ich noch nicht. Okay. Die Feier geht nun los. Wenn sie sich bitte alle auf den Weg zum Ballsaal machen würden, was? Der Doofe hat auch nichts. Okay. Dann machen wir das mal. Ab zum Ballsaal. Ja. Aber ich glaube, dann müssen wir bald. Mhm. Aber erstmal gehen wir dann noch rein. Ja. Ein gewaltiger und prächtiger Saal. Ja. Gewaltig, mächtig, gewaltig, Egon. Hm. Ja, also das würde ich ja auch nicht anzeigen wollen, den Kommentar hier im Chat. Der Dicke hat ein paar Kilos zu viel. Ja, deswegen ist er ja auch der Dicke. Ich muss schon sagen, was für ein Festmahl. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll. Alle Speisen sehen ja absolut köstlich aus. Auch wenn meine Nonna mir bestimmt widersprochen hätte, gibt es noch andere Dinge im Leben außer Essen. Schauen Sie sich zum Beispiel doch nur das Dekor hier an. Die goldene Statue da drüben ist besonders imposant, oder? Riech ich doch nochmal. Catchwell, hören Sie mir überhaupt zu? Oh, schon geht es los. Ich glaube, er wird die Eröffnung der Feier verkünden. Meine Damen und Herren, sehr verehrte Gäste. Ich möchte mich bei Ihnen ganz persönlich bedanken, dass Sie mit uns auf die Jungfernfahrt dieses großartigen Schiffs, der Titanic, gegangen sind. Ja. Wie Sie sicher wissen, ist sie das erste einer ganzen Reihe neuer, bezahlbarer, aber luxuriöser Kreuzfahrtschiffe, die bei der Reederei reich vom Stapel laufen sollen.
Also bitte, trinken Sie, feiern Sie, leben Sie heute Abend wie die Könige und Königinnen. Später haben wir zu Ihrem Vergnügen noch etwas Unterhaltung geplant. Ein Spiel, bei dem wir herausfinden werden, wem die Glücksgöttin heute Abend besonders hold ist. Denn diese Person wird das ewige Leben erlangen und alle anderen den Tod. Ja. Möge das Fest beginnen. Jody, was willst du als erstes versuchen? Lass mich dir meine Liebe zeigen, indem ich dir einen Teller davon hole. Schokobons. Oh, Punch, du bist einfach der Süßeste. Aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist alles so das Beste. Oje, oje, Mini, was für ein Fest. Wartet mal ab, bis Maud und Ön, Init davon hören.